Hallo Freunde und willkommen zurück zu Alien Isolation. Nachdem wir uns ja durch die letzte Folge mehr oder weniger eher durchgestorben haben als alles andere, versuchen wir es jetzt mal ein bisschen besser zu machen. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es einfacher wird. Zumindest gehe ich nicht davon aus, dass es einfacher wird. Jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, was waren jetzt hier nochmal zu machen. So, das hier machen wir mal jetzt lieber gleich. Ne? Das war nämlich klar, dass mir der an die Wäsche geht, war nämlich eher klar. Habe ich den? Ja, ich habe den. So. Kann uns der Typ nämlich nicht mehr gefährlich werden. So, müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Das macht jetzt hier natürlich ganz schön Krach alles. Und das lockt in der Regel immer den guten Xavier an. Passiert jetzt hier auch noch was? Hallo? Den habe ich kaputt gemacht, ne? Ja. Hier oben ist kein Lüftungsschacht, sehr gut. Er kriecht gerade so ein bisschen weg. Ich glaube, um hier weiterzukommen, muss ich noch diesen zweiten Menüpunkt nehmen. Jetzt hoffe ich mal, dass das zeitlich alles ein bisschen klappt. Da ist der Android. Da kommt er. Hoi.
Oh, ich hab doch. Die hat mir einen Tritt verpasst, die Sau, die Blöde. Ah, bin ich bescheuert. Das habe ich mich vertan. Und schon wieder hat er mir einen Tritt verpasst. Ich muss mich jetzt erstmal ganz fix irgendwie hochheilen. Wo ist das? Das ist Medikit. Ich muss ja auf der anderen Seite noch den zweiten Schalter be. Oh, sag mal. Geht's noch, Arschloch? Ist es ja. Ich weiß jetzt sonst nicht, wie ich hier vorankommen soll. Hau wieder ab. Hau ab. Ich hab's. Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt Kali 348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Nehmen Sie den Frachtaufzug. Ja, sehr toll. Wenn hier ein blutrünstiges Alien durch die Gegend schleicht. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Da hinten ist der Frachtaufzug. Oh, jetzt muss ich noch einen halben Kilometer rennen. Und noch dazu einmal quer durch den Raum. Wow. So, einfachste Methode. Das hier ist jetzt wieder so eine etwas kritischere Stelle. Weil das hier so ein bisschen verbuggt ist. Jetzt klettert er rein. Manchmal zeigt das an, manchmal zeigt das nicht an. So, das dauert jetzt zwar ein ganz kleines bisschen länger,
Aber ist ein kleines bisschen sicherer. So, das hier ist der Ausgang, den wir nehmen müssen. Er ist aber hier vorne irgendwo. So, bevor ich da durchgehe, bastel ich mir mal noch ein Medikit. So, so wie es aussieht, hat er sich gerade in einen Lüftungsschacht verkrümelt. Ich muss nur mal eben gucken, wo ich jetzt am besten lang gehe. Ich muss rechts lang. So. Bloß nicht hetzen jetzt. Nochmal eben hier lang. Ich frage mich nur gerade, wie ich jetzt zu diesem blöden Aufzug komme, weil der ist auf dem Stockwerk. Scheiße, wie komme ich zu dem Kackaufzug? Kann ich die Überbrückung jetzt hier benutzen? Nein. Kann ich hier irgendwie noch was drehen? Hallo? Nicht wirklich, aber hier vorne war, glaube ich, da! Einmal zwischenspeichern. Hui. Yes. Da hinten ist noch so ein altes Kamerad. Ah, ich komme wahrscheinlich da lang. Yeah, jetzt weiß ich's. Hier. Dann deaktivieren wir mal, na, die Kamera. Pop. Brutzeln uns hier durch die Tür. Brutzel, brutzel. So. Was ist denn das? Irgendwie sind wir hier falsch. Und wenigstens ein bisschen was gefunden, ne? Nutzen wir die Zeit halt mal ein bisschen. Und basteln etwas. Da ist nämlich ein Sprengzünder drin gewesen. Ich bastel mal so eine olle Rauchgranate. Ach, hab ich vertan. Dup, dup, dup. Zum Basteln. Da ist die Tasche. Da war nämlich so eine. Ey, da war noch eine Sprengkapsel. Nur noch mal gucken. Die will ich jetzt nämlich mitnehmen. Blendgranate. Blendgranate. Na, hier brauche ich eine Sprengkapsel. Basteln. So, dann haben wir das auch fertig. So, warum kann ich ihn jetzt irgendwie nicht? Aber hier kann ich ja durch jetzt. Ah.
Yeah, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus hier. Das ist der Fahrstuhl, aber hier ist auch noch eine Tür. Das sieht mir aber nicht so aus, als ob ich da hin muss. Und das spare ich mir jetzt auch. Ich bin froh, dass ich das jetzt so erstmal geschafft habe. Spannung steigt und während der Ladezeit gönne ich mir mal einen Schluck. Waits, hab's geschafft. Folgt es Ihnen noch? Ich glaube schon. Ich habe einen Plan. Gehen Sie Richtung der Labore. So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie was machen können. Oh, hier ist ein Schacht. Da ist auch ein Schacht. Ich gucke, was wir da so Schönes finden. Vielleicht ist das ja auch bloß eine Verbindung zwischen beiden Schächten. Nein, das geht auch hier lang. Hier ist auch noch mal was. Super. Da hinten ist auch noch was. Ich gucke mal, ob in den Schachtecken hier irgendwo was rumliegt. So, hier kann ich auch nicht hoch. Nee, die Schächte sind nur zum Durchschleichen gedacht. Da liegt nichts. So, ist natürlich die Frage, wie ist hier da irgendwo eine Tür? Hier liegt ein bisschen Zeug. Da ist eine Tür. Ist natürlich doof, wenn man die Karte noch nicht aufgedeckt hat. Beziehungsweise hier auch noch kein Kartenterminal direkt am Anfang ist. Sicherheitszugangsgenerator. Gucken wir mal. So, wir brauchen das, das. Das, das. Zutritt gewährt. Ist jetzt natürlich interessant zu wissen, was das hier ist. Das ist ein kleiner Fahrstuhl, der mich in die Lorenz-Systec-Lobby zurückführt. Das bringt mir aber nichts. Kann man maximal gebrauchen, wenn man sich auf die Suche begibt nach den ganzen Sammelkram. Und oh, hier ist ja eine, die hätte ich beinahe übersehen. Zwischenspeichern. So, jetzt wissen wir erstmal, wo wir eine Speicherstation haben. Ich gucke mich auf dem Stockwerk noch ein klitschko-kleines bisschen um. Und dann machen wir in ein, zwei Minuten auch gleich den Cut. Du darfst die Tür auch gerne aufmachen. Bin ich denn jetzt hier? Ah, das ist so. Ich durchsuche hier einfach nur die Schränkchen so ein bisschen und nehme mit, was ich kriegen kann. Oder vielleicht gerade tragen kann. Müssen wir hin. Geh
geh mal hier unten gucken. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo das Kartenterminal. Das könnte nämlich hilfreich sein. Habt ihr auch gerade eine Stimme gehört? Oder kriege ich hier echt schon Hallos? Wer bist du denn? Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie sehen freundlich genug aus. Freundlich genug für was? Ich habe vor kurzem etwas in den Luftschächten gehört. Bleiben Sie wachsam. Am 78:33. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie sehen freundlich genug aus. Ja, freundlich genug für was? Sitzt der hier einfach so? Erfüllt er irgendeinen Zweck? Ich habe vor kurzem etwas in den Luftschächten gehört. Bleiben Sie wachsam. Ich würde mal sagen, das ist einfach nur so ein... ja... nichtssagender NPC. So. Gucken wir mal, was... hier unten ist überall bloß fehlerhaftes Material drin. Und hier oben ist ein Fehler und eins. Das lasse ich euch ein paar Sekunden auf. Das muss reichen. So. Das sieht mir aus wie ein Generator für Strom. So, hier ist nichts. Außer der Tür. Also das Kartenterminal gibt es hier nicht. Warum bin ich jetzt eigentlich auf dem Revolver? Ich lade mal eben schnell den Flammenwerfer nach, nur zur Sicherheit. Oh oh. Die Frage ist natürlich jetzt, in welche Richtung geht er? Jetzt hat er sich... Das hat sich doch tatsächlich das arme Schwein da geholt. So, wo waren jetzt hier? Ich gehe nochmal zurück zum Speicherterminal. Bevor ich jetzt hier nämlich weitermache und dabei irgendwie hops gehe. Will ich lieber zwischenspeichern. So, wir speichern zwischen, machen dann den Cut. Und dann war es das für diese Folge. So, gespeichert ist oder erspeichert. So. Das war's für diese Folge. Ich danke fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen, Liken, Abonnieren und Weitererzählen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.